Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um vorab zu sagen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird dem Antrag zustimmen. Wir hoffen auch, dass der Änderungsantrag angenommen wird. Und ich kann auch sagen, warum ich zustimmen werde, weil ich sehe das Problem einer großen Koalition. Wir werden das wahrscheinlich auch bald auf Bundesebene haben. Und ich möchte gerne die Leute unterstützen, die sich innerhalb einer großen Koalition in einer richtigen Richtung sozusagen einsetzen. Und wir werden ja nachher noch die CDU zum Thema hören. Ich bin da ganz gespannt. Ich glaube, das wird da eher schwieriger. Zu den Themen. Es ist so, dass wir beim Primärenergiebedarf in Deutschland etwa 40% Primärenergiebedarf im Bereich der Stromerzeugung haben. Deswegen ist es auch richtig aus meiner Sicht ganz klar, den Schwerpunkt auf den Strombereich zu setzen. Aber, und das, da stimme ich dem Antrag vollständig zu, die Energiewende ist am Ende nur machbar, wenn es auch zu einer Verkehrswende kommt und natürlich auch im Bereich des Wärmemarktes. Es muss alles umfassen. Die Frage ist, der Antrag gibt sehr viel Richtiges und Gutes sozusagen wieder, das kann man so sagen. Interessant wären natürlich die Schlussfolgerungen daraus. Über die, denke ich, werden wir dann auf Folgesitzungen, wenn es entsprechende Anträge der Großen Koalition gibt, dann beraten können. Ich möchte nur so viel sagen, Elektrifizierung ist absolut richtig. Das Thema Elektromobilität ein wichtiges Thema, was oft vergessen wird. Wir haben bereits erhebliche Elektromobilität. Das ist nämlich einmal im Bahnbereich, aber dann gucken Sie nach Rostock zum Beispiel, in andere Städte. Wir haben eine Straßenbahn. Auch das ist eine Form von Elektromobilität. Und im erheblichen Maß wird in Deutschland die Elektromobilität im Bereich der Elektrofahrräder ausgebaut. Die Zahlen liegen inzwischen bei 450.000 neue Elektrofahrräder pro Jahr in Deutschland. Also da sind wir bald weit über diese 1 Million. Im Verkehrs-Autobereich sieht es im Moment noch relativ dürftig aus, aber da gibt es ja einige neue Modelle auf dem Markt oder zum Jahresende. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn dieser Antrag ernst genommen wird, dass die Vorteile für ein umweltfreundliches Verkehrsverhalten sich auch finanziell darstellen müssen. Wenn ich genau das gegenteilige Signal aussende und sage, wenn ihr euch umweltfreundlich verhalten wollt, dann müsst ihr, sorry, auch ein bisschen mehr bezahlen, dann ist logisch, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das können wir uns nicht leisten, wir wissen anders mit unserem Geld anzufangen. Und es geht nicht nur natürlich um den geldlichen Bereich, es geht auch um zeitliche und andere Vorteile. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Wenn ich mit dem Zug von Rostock nach Schwerin fahre, brauche ich 1 Stunde. Das ist noch nicht mitberechnet, der Weg zum Bahnhof und vom Bahnhof wieder zurück. Wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich 1 Stunde. Gleichstand etwa. Nicht ganz, eigentlich schon zulasten des Autoverkehrs. Jetzt gibt es die Anmeldung für den neuen Bundesverkehrswegeplan, das vorhin schon von mir zitierte Autobahnkreuz an der A14, A20. Da soll es dann etwas schneller nach Rostock rumgehen, Kostenpunkt 20 Millionen. Ergebnis, so auch der Antrag, Fahrzeitverbesserung für den Autoverkehr. Was ist die Folge? Werden deswegen mehr Leute vom Auto in die Bahn umsteigen, wenn gerade die Landespolitik genau das Gegenteil ihnen als Erfolg verkauft hat, nämlich dass sie sich schneller mit dem Auto von Schwerin nach Rostock bewegen können? Ich glaube eher nein. Ein anderer Vorschlag, wir hatten ganz am Anfang, als wir hier eingezogen sind, den Vorschlag gemacht, bei den Ausschreibungen für den ÖPNV darauf zu achten, dass wir in Zukunft WLAN und Telefon im Zug benutzen können. Das ist hier damals mächtig belächelt worden, das sei eine völlig sinnlose Maßnahme. Wenn ich mich umgucke in Europa, ich war gerade in England, da fahren die Busse natürlich mit WLAN im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist übrigens bei uns bei den Fernbussen inzwischen auch so. Das ist eine Selbstverständlichkeit, müsste eigentlich klar sein, dass das kommt. Anderer Vorschlag war das Thema Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen. Wissen Sie noch, was hier abging? Das wäre total wirtschaftsfeindlich, das geht überhaupt nicht, was die Grünen hier fordern. Sie wissen, am Mittwoch war die Sonderkonferenz der Verkehrsminister aller Bundesländer. Was haben die da beschlossen? Sie wollen die Maut für den Lkw auf allen Bundesstraßen haben. Völlig richtig, soll auch so kommen. Ich hoffe, das geht weiter und ich hoffe, dass es da auch Veränderungen gibt innerhalb unserer Landesregierung, das in Zukunft stärker zu befürworten. Sie haben festgestellt, dass wir die Fahrzeuge natürlich auch CO2-ärmer betreiben müssen. Ein ganz wichtiger Punkt fehlt mir leider, den kann ich ein Stück weit im Hintergrund vielleicht erkennen. Das ist das Thema CO2-Grenzwerte auf europäischer Ebene. Bisher hat die Bundesrepublik da nicht durch Vorreiterrolle geglänzt. Im Gegenteil, weil man der Meinung war, wir stellen die großen, teuren Luxuskarossen her und die Franzosen, Italiener überrollen uns und stellen deswegen immer maßlosere Forderungen. Deswegen war man der Meinung, man könne sowas etwas nicht zustimmen. Ich hoffe sehr, dass es da zu einer Veränderung kommt. Herr Dachner, ich verstehe Sie leider nicht. Sind Sie der Meinung, es muss kommen oder es muss nicht kommen? Ah ja, gut. Wir diskutieren da gerne nochmal drüber. Ich dachte, Sie seien da inzwischen
es sei inzwischen klar, dass das kommen muss, weil es letztendlich auch unserer Automobilindustrie nützt. Und da kann ich unseren Verkehrsminister mal ausdrücklich positiv hervorheben, der nämlich als Dienstwagen ein Auto hat, soweit ich das weiß, was unter 100 Gramm pro Kilometer CO2-Verbrauch hat. Und er fährt nicht mit einem Fiat Panda. Also so viel dazu gesagt. Ja? Also ich glaube, der Antrag ist insoweit... Bitteschön? Ja, das finde ich natürlich auch selbstverständlich gut. Aber die Entscheidung ist richtig und ist vorbildlich und ich hoffe, andere Mitglieder der Landesregierung werden das bei zukünftigen Fahrzeugentscheidungen auch berücksichtigen. In diese Richtung muss es gehen. Dadurch wird auch der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt, wenn wir die Automobilhersteller unterstützen, die mit Innovation wirklich zeigen, was möglich ist, auch in diesem Bereich. Einen Punkt möchte ich noch kurz sagen zum Thema Biomethan und Erdgas. Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir Erdgasfahrzeuge voranbringen. Aber das Biomethangas, und ich weiß, wie wichtig das ist für das Thema Energiewende im Strombereich, das können wir leider nicht x-mal verbrauchen. Einmal im Strombereich, einmal im Wärmebereich und dann auch noch im Verkehrsbereich. Ist ein schöner Gedanke, nur die Flächen werden dafür definitiv nicht ausreichen. Deswegen Übergangstechnologie ist Erdgas. Später müssen wir gucken, was wir tatsächlich mit Erdgas, mit dem Thema Elektromobilität machen können. Ich freue mich, dass ich das Signal gekriegt habe, dass das Thema Radverkehr mit aufgenommen wird und möchte nochmal eindeutig und klar eine Lanze für den Radverkehr brechen. Der Radverkehr ist ein unglaublich effizientes Verkehrsmittel. Es ist absolut sozialverträglich, fördert auch noch die Gesundheit. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich mache es leider inzwischen viel zu selten. Ich würde mir das wünschen, dass ich mehr Strecken habe, wo ich mit dem Fahrrad fahren kann. Und durch das Thema Elektromobilität, und auch da macht das Land ja Projekte, um zu gucken, wie kriegen wir die Verknüpfung zwischen ÖPNV und Elektromobilität hin. Ich habe ja gar nicht von Fahrrad, ich bedauere es ja ausdrücklich, dass ich nicht so viel Fahrrad fahren kann, Herr Renz. Ich würde mir das wünschen, weil es macht einfach Spaß, sich so zu bewegen und es ist viel, viel besser. Ich will niemanden pflichten. Ich glaube, die Vorteile des Radverkehrs liegen klar auf der Hand. Was wir brauchen, ist aber eine Förderung der Radweginfrastruktur im Bereich der Pendlerverkehre, weil durch die Möglichkeiten des Pedelecs, des Elektrofahrrads, ermöglichen sich plötzlich Strecken von 10, 15 Kilometern, die früher undenkbar waren für normalen Radfahrer, weil er dann völlig verschwitzt irgendwo angekommen wäre. Jetzt ist das problemlos möglich und ich kann es allen nur ans Herz legen, zu prüfen, ob es da nicht Möglichkeiten für ihn gibt, in dieser Weise umzustellen. 100 Kilometer von Rostock bis Stralsund sind bisher noch keine Möglichkeit, ist nicht die sinnvolle Anwendung, kann man leider nur im Einzelfall mal machen. Also ich freue mich, dass es Diskussionen in dieser Richtung gibt und erwarte vor allen Dingen konkrete Anträge, die das dann am Ende untersetzen, aus denen wir dann entnehmen können, wie das Ganze in praktische Verkehrspolitik und auch bei der Anmeldung im Bundesverkehrswegeplan am Ende umgesetzt wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.